Du willst dein Holz mit Fingerzinken verbinden, aber von Hand wird's zu unsauber? Hier kommt die Lösung. Du brauchst ein Reststück MDF. Daraus schneidest du dir mehrere große und kleine Streifen. Den einen Streifen machst du etwas länger, als dein Frästisch breit ist. Die kleinen Teile kommen hier als Führung möglichst fest an beide Seiten. Dann brauchst du die anderen langen Streifen. Daraus baust du dir einen Anschlag. In eines der Teile zwei Löcher bohren und mit der Fräse zu Langlöchern verbinden. Beide Teile zusammenschrauben. Dann die Löcher auf den verstellbaren Anschlag übertragen, bohren, senken und alles zusammenbauen. Einmal in den Anschlag mittig reinfräsen und ein kleines Stück Sperrholz mit passender Breite einleimen. Jetzt kann's losgehen. Wie genau du deine Vorrichtung einstellst, erkläre ich dir ganz detailliert im dazu passenden YouTube-Video auf meinem YouTube-Kanal. Fertig sind deine perfekten Fingerzinken. Genial, oder?